motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maillait nous pour commencer. Bien arrivé en effet. Wir verlassen Akatea am 16. Mai und fahren nach Haaopu. War sehr schön hier in dem Tal, der Wasserfall. Vor allem die Leute total nett. Und wir haben so viel Früchte geschenkt gekriegt. Na, heute sieht es doch viel ruhiger aus, als es mal, als wir hier reingefahren sind. Oh, hier draußen ist es doch immer noch ganz schön wellig. Und haben 15 Knoten Wind. Ja, eigentlich wollten wir da in die Bucht, aber da gehen genau die Wellen rein. Und jetzt fahren wir noch um das westliche Kap nach Hakaehu. Ja, kaum sind wir um die westliche Ecke rum, peitscht es plötzlich mit 30 Knoten und Riesenwellen. Und wir müssten also jetzt genau gegen an, da hinten, um dieses Kap noch rum. Das wird noch spaßig. Das ist wieder so ein Ding, was keinen Spaß macht. Wir haben zwar nur noch 3,6 Meilen, aber wir wissen leider nicht, ob es da ruhig ist. Und wir fahren momentan 2 Knoten voll gegen die Welle und gegen 23 Knoten Wind. Doch einigermaßen ruhig aus hier. Wir laufen in die Bucht von Hakaehu ein. Ich glaube, hier können wir die Nacht ruhig verbringen. Eine herrliche Bucht haben wir gefunden. Die Annette macht jetzt unseren Hanebrot fest. Das ist immer nicht so einfach. Vielleicht müssen wir uns da irgendwann was Neues einfallen lassen. Der ist dazu da, dass also die Ankerwinsch entlastet wird. Eingehakt in der Kette. Wenn ich Glück habe, geht er jetzt auch runter. Dann wird auch das noch ein bisschen runtergehen. Und so sieht das dann da aus. Hier in dieser wunderschönen Bucht geht die Annette ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, nämlich hier das Heck der Limelight zu schrubben. Das sieht aber schon gut aus, oder? Bist du schon zufrieden? Landausflug hier in dieser traumhaften Bucht. Hier laufen die Pferde wild rum. Und die Annette ist heute auch nicht angebunden. Was für ein Benjamin. Und ein riesen Baum. Seht ihr die? Da laufen die wilden Schweine. So eins hätten wir ja gerne mal auf dem Grill. Ja, aber du bist ja aber ein Großes, ne? Tust du mir was? Du hast gar keine Angst, ne? Du bist ja auch nicht eingesperrt, du kannst doch hier raus. Ja, die denken vielleicht, es gibt Fressen, ne? Ja.
Na, ihr seht aber schon gut aus. Ja, und stinken tut ihr auch. Und da wurden wir auch gleich zum Essen eingeladen. Es gibt Spaghetti mit Pig. What's Pig in Cousin. Cousin. Jetzt gibt es, wie überall hier, noch ein paar Pampelmusen, weil der Baum, der hängt ja voll. Jetzt wird geerntet. Das hier das Haus, also super aufgeräumt. Hier ist die Küche. Und neuerdings haben sie halt auch eine Gefriertruhe und Solarstrom. Jetzt geht's zum Brotfruchtbaum. Oh, guck mal, ist da oben alles ein Brotfrucht. Ja. Ja, das Mobili, was sie hier haben, das sieht schon ein bisschen makaber aus. Das sind alles Schweineköpfe. Die Leute hier, die sind so nett. Die haben all das hier für uns gepflückt aus ihrem Garten. Wir haben Pampelmusen, Orangen, Limonen, eine riesige Brotfrucht, Sternfrucht, Avocados und Pomme de Canel. Eine super süße Frucht. Die Annette macht uns jetzt hier ein Smoothie. Weil wir haben so viel Früchte jetzt hier geschenkt bekommen, die müssen auch alle verarbeitet werden. Mit einem heißen Ritt geht es Richtung Hatiheo. Dort gibt es ein kleines Dorf und dort wollen wir Annettes Geburtstag verbringen. Momentan sind 20 Knoten Wind und wir sind natürlich wieder hart am Wind. Und hier, was ist passiert? Es ist alles durch die Halle geflogen. Alles. Aus dem Netz oben raus, die Wasserkanister durch die Gegend, obwohl sie eigentlich hinter der Bank waren. Also es rumpft ganz gut. Ja, wir haben eine richtig schöne Welle breitseits gekriegt. Aber es sind ja nur 6 Meilen. Wir laufen ein in Tatiheo. Es ist wirklich gigantisch hier, diese Felsformation. Ein ganz kleines Dorf da vorne. Und es sieht auch schön ruhig aus. Unser heutiges Geburtstagskind. Ja. Die Annette, alles Liebe und Gute für dich. Dankeschön. Ich habe eine Kette geschenkt bekommen. Echt? Dann halt die mal an. Tiefer. Ah, echt, Maxi. Geht's heute zum Geburtstagsessen. Mal gucken, was die Annette uns da ausgesucht hat. Also es konnte nicht viel aussuchen. Auswahl gibt's auch nicht, oder? Nee, ist nur das einzige Restaurant hier auf der ganzen Insel. Es gibt als Geburtstagsessen Nukuhiva-Ziege mit Reis. Ah, mit Kokos. Und Knoblauch. Und? Mit Reis, Brotfrucht und keine Ahnung, irgendwas. Muss ich jetzt probieren. Aber schmeckt, oder? Sehr lecker. Hier werden die Aale gefüttert. Ja, meine Zika, beautiful.
Là. Et elle, elle va pas tout le rocher, il y a un autre bambino. Regarde, voilà la deuxième, un petit. Voilà, les deux petits, ça doit être la maman ou pas. Das Schwänzchen wackeln geht aber schon. Ja. Oh. Ja. Vorsichtig, ne? Ja. Super. Heute am 20. Mai verlassen wir wieder Hatiheu und entgegen allem, was wir gelesen haben oder was auf Navionik steht, haben wir hier sehr gut geankert. Es war ruhig und sehr angenehm, dieses Dörfchen. Jetzt geht es einmal um die Ecke rum nach Anaho. Die ist total lecker, die Avocado. Aber ein bisschen sehr, sehr groß für ein Frühstück. Das sind die, die haben wir in der letzten Bucht geschenkt bekommen. Auf dem Landweg von Anao nach Haiteu bin ich jetzt hier oben angelangt, am Pass. Und hoffe jetzt hier ein Empfangssignal zu haben, um endlich unsere Wanden bestellen zu können. Nach unserem Abstieg, da oben gab es tatsächlich ein bisschen Internetkontakt, haben wir hier ein Restaurant gefunden und wir bekommen sogar ein Bier. Essen gibt es leider nicht, weil die Tochter Geburtstag hat. Wasser aus den Bergen, frisch aus dem Wasserhahn, aber heiß, heißes Wasser. Aber die Kulisse ist schon toll. Was hallo? Das zählt nicht, ich wollte das filmen, wenn du da reinspringst. In den Sonnenuntergang. Oh Mensch. Oh, der dauert auch noch ein bisschen, der Sonnenuntergang. Wie ist denn das Wasser? Schön. Oh, das ist so gut. Irgendwann in der letzten Zeit, also auf unserer Überquerung, ist uns hier der Rutscher weggerissen. Ganz oben am Segel. Jetzt versuche ich das mal mit unseren Mitteln hier zu ersetzen. Dass das jetzt auch noch wackelt. Ups.
gut, dass ich bei Frau Bremer Handarbeitsunterricht hatte. Oh, das ist falsch. Zu kurzen Faden genommen. Jetzt werde ich den versuchen hier zu verknoten, okay? Oh, den Rutscher vernäht. Und jetzt ziehen wir den wieder ein und hoffen, dass das auch hält. Zum Vatertag hat die Annette hier richtig aufgefahren und der Michael ein paar Leckereien von Land mitgebracht. Es gibt Camembert, richtig gute Salami, frisch gebackenes Brot, Mango-Chutney, Oliven aus Mexiko, Corona-Bier aus Mexiko, Rotwein aus Argentinien und Gurken aus dem Spreewald. Das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Ich laufe schon mein Leben lang mit Teva Outdoor-Sandalen rum, aber sie werden immer schlechter in der Qualität. Die sind jetzt ja mal gerade ein Jahr alt und da ist jetzt hier die Lasche weggerissen. Na, jetzt versuche ich da eine neue Lasche dran zu nähen und das dann unten einzukleben und hoffe, dass es dann ein bisschen hält. Weil hier kriegt man nämlich solche Sandalen nicht. Und ich brauche ja irgendwas zum Wandern. Tätowiert auf Teufel komm raus. Big you my pepe na yei patuti. Mama o meu te tau henua kei. Wafika o tu mwana nui a hiva. Yona motu o te henua ena. Beit henua enana, tuna ia mai. Di tai hakatu patuti ki maha onu. Kaite te patu tiki, te akakaiu tiki. Pau tu tu mata tiki, e po po nino o tiki. Mea a ia tapi i a nae, i o mai e tahi o tiki. Pana e tu ia hakakai, e vivini tato te patu tiki. O he tu te hata hata. Thank you.
sind sie. Jetzt müssen sie nur noch passen. Und das werden wir wahrscheinlich morgen oder übermorgen probieren. Super, hat schnell funktioniert. 14 Tage. Oder vielleicht 3 Wochen. Aber da.